Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Ja, das Spiel gibt's schon länger. Wir wollen The Evil Within zocken. Fragt mich nicht, was ich mir dabei denke. Nein, es ist ein Wunsch von einem ganz lieben Community-Mitglied von uns. Und er wünscht sich das Spiel schon sehr lange und will mich scheinbar leiden sehen, weil wir sollten das Spiel auch auf einem ganz besonderen Schwierigkeitsgrad spielen, nämlich schwer. Ich werde so verrecken. Ich kann gar nicht sagen, ob ich das Spiel überhaupt durchbringen werde, weil schwer ist sicher, ich sag mal, anstrengend. Ich muss nur schauen, wo man den Schwierigkeitsgrad einstellen kann. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht beim Allgemeinen eh drinnen. Na, wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht sogar beim Spiel selber. Das könnte, also wenn man startet, ne, vielleicht eventuell. Ich hoffe, dass ich das dann richtig machen tue. Ja, das wird schon passen. Gehen wir mal raus. Ach du Heilige. Ja, wir haben auch 3 DLCs dabei. Ich glaube, 3 waren es. Keine Ahnung, ich spiele das Spiel zum ersten Mal, es ist für mich blind. Ich weiß auch, dass es älter ist, ich weiß auch, dass es schon einen zweiten Teil gibt, aber wir fangen mit dem ersten hier an, weil ich sowieso das schon länger gekauft habe, ich glaube vor 1,5 Jahren oder so auf Steam und wollte sowieso mit euch zocken, hatte bisher aber nur keine Zeit dafür. Und da ich glaube, Alex zieht sich noch eine Zeit lang hin, dachte ich mir, wir könnten zur Abwechslung vielleicht ein zweites Projekt beginnen. Und da dachte ich mir, machen wir doch mal wieder was zum Fürchten. Ich werde es euch kaputt lachen, aber ich werde mich fürchten. Und das passt ja so, ne? Also ich würde sagen, wir starten mal das Spiel. Neues Spiel. Die Helligkeit. Das erinnert mich das Ganze jetzt ein bisschen an, wie hieß der schnell? Outlast? Bin ich da richtig? Hör auf. Alter, warum bewegt sich der? Bist du schon am Rosten? Hör auf da. Die Helligkeit müsste passen. Ich würde sagen, wir behalten das so. Spielschwierigkeit, da haben wir es ja schon. Aha, Einsteiger oder Überleben. Mehr kann ich nicht. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist mit Überleben. Schwer gibt es nicht zum Auswählen. Wahrscheinlich muss man das Spiel einmal durchspielen, damit das freigeschalten wird. Ich hoffe, ihr vergebt es mir. Nehmen wir halt Überleben in Gottes Namen. Ich werde schon verrecken. Und ja, dann scheint es schon loszugehen. Gegner beginnen zu suchen, sobald sie ein lautes Geräusch hören. Ach ne, hör auf. Hör auf, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und warum sind da hier so viele Nägel? Alle Einheiten, 1199, Einsatz Code 3, Beacon Nervenklinik. 1 hat 4 verstanden, Code 3 sind in 3 Minuten da. Verstanden, 1 hat 4. Tut mir leid, Detectives. Ich weiß, Sie kommen gerade von einem Fall, aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen. Klingt ernst. Ausschreitung? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich Sie eingesammelt habe. Gab mehrere Tote. Halbes Dutzend Einheiten sind schon da. 1-3-1, bitte melden. Vielleicht der Geist von diesem Schizo-Doktor, der seine Patienten zerhackt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal? Trotzdem irgendwie unheimlich, oder? 127, 124, bitte antworten. Joseph, denkst du, da gibt's eine Verbindung? Es wäre möglich. Aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Einheiten vor Ort, bitte melden. Zentrale, hier ist Detective Castellanos in 184. Was ist da los? Over. 184, wir haben Probleme mit einem Beacon. Wir überprüfen das. Gibt es irgend... Verdammt! Gott! Was war denn das gerade? Junior Detective Kidman? Irgendwelche Ideen? Bisher nicht. Ich bin sicher, das klärt sich, wenn wir da sind. Aber warum sind das immer ihren Häuser? Wirklich. Nein.
meint ihr dazu? Connelly, Urlaub gehen. Gebt der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal um. Okay. Na, geht's lieber Urlaub. Ich sag's euch. Nehmt's euch frei. Oh je, das wird hässlich, glaube ich. Kapitel 1. Ein Notruf. Ja. Gut. Da sind wir schon, ne? Das Ganze hier soll ja ein bisschen so in die Richtung Resident Evil 4 gehen, ne? Also vom, wie soll ich jetzt sagen, vom Spielaufbau her, von der Spielmechanik habe ich gelesen, / gehört. Ich habe früher mal sehr, sehr gerne Resident Evil 4 gespielt. Ich war auch gar nicht so schlecht darin. Auch vom Schießen her und so war ich ganz stolz, das konnte ich super. Ich bin mir sicher, ich kann jetzt nichts mehr. Gar nichts mehr. Das heißt, wenn es nur ansatzweise so in die Richtung geht, heißt das mal bei dem Überlebensmodus, den wir spielen, dass wir auf jeden Fall Munition sparen müssen. Bin ich mir ziemlich sicher. Und auch Munition finden müssen. Ich habe keine Ahnung, ob wir, wie im Fall vom wertgeschätzten Lian, ein Messer haben. Wahrscheinlich nicht. Eine Pistole eher, wenn man Polizist ist, ne? Oder so in der Art, ne? Ja. Es wird, glaube ich, interessant. Ich schaue mich da schon mal ein bisschen um. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen Resident Evil 4 geschädigt. Es gibt da oft irgendwo so Ecken, wo man was finden könnte. Heilkräuter, bla bla bla. Keine Ahnung, was es hier gibt. Ob es sowas in dieser Richtung gibt. Ob es hier Safe-Häuser gibt, also Safe-Räume. Werden wir sehen. Ja, da, da. Ich schau mal, ob man. Ich habe mir auch nicht angeschaut, wie die Tastaturbelegung ist. Ob man hier irgendwas machen kann. Da war nur laufen, ne? Nur laufen. Ja. Oder so in der Art laufen. Okay. Die Rettung ist auch da. Ja. Ja. Ich fahre gleich nach Hause wieder. Da geht auch nichts. Ja, natürlich, wie es üblich ist für ein Horrorspiel, es ist wieder mal Sauwetter, ne? Also Regen. Ja, so muss das sein. Aber hier scheint es nirgends sowas zu geben, ne? Dup, 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 dup. Ich glaube, da liegt nichts rum am Boden. Noch nicht. Und wie geht's euch? Alles gut? Ja, schaut das aus. Ja gut, dann gehen wir halt mal vor, ne? Dup, 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 dup. Schön gemütlich. Riecht wie Blut. Oje. Okay, wir sollten wachsam bleiben. Oje. Oje. Wir sehen uns das an. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. Ja. Moderne Kunst, ne? Das ist ein Patient. Alter. Was haben wir denn hier? Kann man eine Krankenschwester haben wir da? Das hier. Einer vom Personal vielleicht. Ich würde gerne den Feuerlöscher nehmen, dass ich was zusammenschlagen könnte. Ja. Du Heilige. Puh. Wer bitte hat hier gewütet? Ich will es nicht wissen. Ich kann es mir vorstellen, wer es ist. Wahrscheinlich dieser komische Axt-Heini, den man da so gerne ja, auf diversen The Evil Within Covers sehen kann. Ich habe gedacht, der lebt noch. Hey, Alter, da tropft's runter. Okay, also animiert ist es ja schon mal ganz gut, ne? Ich glaube, das Spiel ist 4 Jahre alt oder so, ne? Wieso muss ich jetzt irgendwie an Outlast denken? Ich mag keine Irrenhäuser. Bist du gescheit? Der hat gewütet. Wenn du denkst, es sind so viele Leute, ich hab's halt mal zur Tür rausgeschafft, ne? Bist du deppert. Ja, und mein, ja. Falls ihr im Hintergrund gerade komische Geräusche hört, das kommt nicht vom Spiel. Das ist mein, ja,
Mein Vermieter, der tut da bei seiner Garagentüre da was herumbasteln, will sie automatisch machen und das macht er alles selber. Ist ja sehr löblich für seine Handarbeit, aber es könnte etwas lärmen. Wenn es zu laut ist, muss ich das Let's Play hier abbrechen. Aber ich hoffe nicht, dass es so weit kommen tut. Du, ich hätte gern... Aha. Oh, ein Grafikfehler. Wir haben etwas abgenommen. Was ist passiert? Unmöglich. Kann nicht sein. Ruhig ist. Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Ich hoffe, der Grafikbug geht wieder weg. Ja, wir sind etwas durchsichtig. Wir sind dann schon scheinbar innerlich gestorben. Ja. Ich hoffe, das geht wieder weg. Ja. Oder auch nicht. Aha, unsere Kollegen. Was zum Teufel? Was zur Hölle? Ein Jedi-Ritter. Na, falsch. Alter. Was? Ah! Okay. Oh je. Eine Ratte. Servus, kannst du uns mal runterholen? Bitte? Oder auch nicht? Okay. Hallo? Da hängt noch jemand. Um Gottes Willen. Ich würde gern Maus bewegen. Wie kann ich denn was aufheben? Oh! Alter! Ich würde gern irgendwie da zum Schwert hinkommen. Oh! Ah, jetzt, Leertaste. Wiederholt drücken. Okay. Wiederholt drücken, drücken, drücken und nehmen wäre gut. Alter, ich will da weg. Ja, gleich hat das. Irgendwie jetzt. Und. Aha, tut das selber. Okay, passt. Ich werde das so verrecken. Ja. Okay. Keine Ahnung, wie man hier schleichen kann. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Ich werde so verrecken. Ist das was zum Aufheben? Na. Wie kann man seine Waffe ziehen? Ich habe keine Ahnung. Wie kann ich hier weg? Ich habe auch... Auch keine Ahnung. Alter. Kann ich irgendwie weg? Ich habe keine Ahnung. Leertaste? Leertaste. Aha, verschlossen. Toll. Toll! Und hier kann ich auch nicht drauf wahrscheinlich, ne? Da geht auch nichts. Na. Also gut, Leertaste kann man Sachen benutzen. Halt. Steuerungsinformationen. Steuerung, schleichen. Aha. Aha. Ah, aber auf Steuerung oben bleiben, dann kann man schleichen. Okay. Hier war nirgends eine Tür, ne? Das fängt ja schon wieder mal richtig deppert an. Also, puh. Alter, Alter, Alter. Okay, der geht schon mal weg. Da trifft er noch der Schlag, ey.
Gewöhnliche Schlüssel. Ein Schlüsselbund aus dem Keller der Klinik. Solche Schlüssel waren in Gebrauch, bevor das moderne Sicherheitssystem in der Klinik eingebaut wurde. Okay, wir müssen hier schnell weg. Au! Okay, ich glaube, wir verrecken gerade. Ja, wir verrecken gerade. Okay. Jetzt ist die Frage, ob ich zu spät dran war. Wahrscheinlich, ne? Ich hätte mich sofort hinschleichen müssen, damit es ausgeht. Um Gottes Willen. Ja, ne? So ist das. Das Timing war nicht perfekt. Okay, sobald er weggeht, müssen wir rein, schnell den Schlüssel holen und schnell wieder raus. Im Schatten verstecken. Dass unbedingt unser Hintern da zu sehen ist. Na, geh weg. So, die Steuerung muss ich mir erst gewöhnen. Ja, passt. Leg sie weg. Ganz, ganz schnell. La, 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 la. Ich glaube, das war nicht so schlecht. Glaube ich. Puh. Okay, und? Kann man die Tür nicht wieder zumachen? Aha, ducken. Kann man auch sprinten? Ich glaube nicht, ne? Kontrollpunkt. Wow! Super! Das heißt, wenn wir wieder verrecken, geht's hier weiter, ne? Also wir schleichen dann mal lieber wieder. Sonst hört uns das Vogel, das Kackviech da unten noch. Puh, ich hoffe, ich habe da nichts liegen lassen oder vergessen. Wahrscheinlich hätte es da noch mehr Sachen gegeben. Dein Ernst jetzt? Oh, scheiße. Ich hoffe, ich mache das richtig. Ich hämmer schon mal auf die Leertaste. Oh! Alter! Ich glaube, ich war wieder zu langsam, oder was, ne? Ich war zu langsam, ich war zu langsam. Aha, okay. Nichts zu langsam. Du Alter! Hilfe! Okay, 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 okay! Alter, Alter, Alter! Okay. Wow! Alter! Wow! Gut! Wo sind wir jetzt? Ach, du Heilige! Okay. Ich hatte gehofft gehabt, dass es hier ein bisschen mehr was zum Ballern gibt, aber es scheint wieder etwas zu sein in der Richtung Outlast, mehr davonlaufen als wir kämpfen, schätze ich mal. Oder wir müssen erst Sachen finden zum Kämpfen. Alter, der Haxen ist im Arsch, ne? Super. Sehr hygienisch. Hätte ich vielleicht zuerst schauen sollen. Ich hüpfe nochmal rein. Geht das? Ob die Leute da vielleicht was zum Looten haben. Ich renne sonst blöd durch die Gegend rum. Und wenn es irgendeine Chance gibt für Waffen oder sonst irgendwas, muss ich es finden. Alter. Na, ich glaube, da gibt's nichts. Ach du Heilige. Na gut. Dann halt raus hier. Ja. Okay. Ich weiß immer noch nicht übrigens, wie man das Messer zieht. Wird schon wahrscheinlich eine Einführung dann dazu geben tun. Hoffe ich. Ach du Heilige. Kann man eigentlich so? Ja, schleichen kann er theoretisch auch. Okay, gut. Praktisch auch. Da ist auch nichts. Okay. Dann gehen wir halt weiter, ne?
Ich hab's ihm gesagt, er soll Urlaub gehen. Er hat mir nicht gehört, er hat mir zugehört. Und der Part ist auch zu Ende, ne? Ich hoffe, dass das so ein Geräusch macht, der Propeller davon. Was sonst, ja. Auf jeden Fall, wir bluten hier mal alles voll und werden im nächsten Part weiter bluten, weiter fällen, weiter sterben. Und ich hoffe, ich überlebe seelisch und nervlich dieses Let's Play. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!